Erholsamer Schlaf ist genauso wichtig wie gute Ernährung und ausreichend Bewegung. Aus dem Grund solltest du jetzt auch ganz genau aufpassen. Jeder von uns hatte schon mal folgende Situation. Man liegt abends im Bett und rollt sich von A nach B und wieder nach A und wieder nach B und man kann einfach aufs Verrecken nicht einschlafen. Langfristige Schlafstörungen können übrigens auch zu gesundheitlichen Problemen führen, wie zum Beispiel Infektanfälligkeit oder auch Herzrhythmusstörungen oder auch einen erhöhten Blutdruck. Damit solche Einschlafprobleme zukünftig der Vergangenheit angehören und gesundheitliche Probleme gar nicht erst auftreten können, gibt es heute von mir passende Tipps für deine Abendroutine, damit du wirklich das Maximalste aus deinem Schlaf herausholen kannst. Und Leute, auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dranbleiben, denn ganz zum Schluss kommt mein persönlicher Top-Tipp. Der erste Tipp, den wirklich jeder beherzigen sollte heutzutage, gerade weil wir heutzutage echt eine enorme Bildschirmzeit haben, ist, dass wir abends definitiv auf Blaulicht verzichten sollten. Wenn man nämlich zum Beispiel nachts noch lange vom Handy ist und einfach durch Social Media durchswipet, dann kann das Gehirn einfach nicht abschalten. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für den Laptop. Wenn du lange noch abends vom Laptop sitzt und irgendwelche E-Mails beantwortest oder sonstige Sachen am Laptop machst, das Gehirn denkt, es ist immer noch Tag. Denn die blauen Wellenlängen des Lichts aus Leuchtdioden, wie zum Beispiel beim Laptop oder beim Handy, die halten unser Gehirn einfach wach und unser Gehirn denkt, es ist immer noch Tag. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen abends abschalten und in die Ruhe kommen. Also Leute, egal ob Laptop oder Handy, versucht einfach eine Stunde, bevor ihr zu Bett geht, keine Bildschirmzeit mehr zu haben. Das gilt übrigens nicht nur für Laptop und Handy, sondern natürlich auch für den Flimmerkasten. Ich weiß, es ist manchmal cool, abends einfach Netflix und Chill, sich vielleicht noch eine Serie anzuschauen oder eine Doku anzuschauen, aber versucht eure Abendroutine bestenfalls so zu optimieren, dass ihr wirklich eine Stunde, bevor ihr zu Bett geht, wirklich gar keine Bildschirmzeit mehr habt. Nada. Zweiter Tipp, abends vorm zu Bett gehen nur leichte Kost zu dir nehmen. Wenn ihr euch abends noch eine fette Pasta reinhaut, einen Burger oder eine Pommes oder was auch immer, wenn ihr einfach noch viele Kohlenhydrate zu euch nehmt, dann hat euer Körper gar keine Chance mehr, diese ganzen Kohlenhydrate abzubauen. Denn ihr schlaft ja und ihr betätigt euch körperlich gar nicht mehr. Außerdem ist es auch so, dass man mit vollem Magen einfach schlechter schlafen kann. Denn der Körper ist dann mit der Verdauung beschäftigt und kann gar nicht so wirklich runterfahren. Deshalb sowieso meine Empfehlung, grundsätzlich abends nur leichte Kost zu dir nehmen, wenig Kohlenhydrate, dann schläft es sich wesentlich besser. Und auch hier mein Tipp, eine Stunde bevor ihr wirklich schlafen geht, versucht gar nichts mehr zu essen. Taktet das alles so ein, dass ihr eine Stunde, bevor ihr zu Bett geht, nichts mehr esst und keine Bildschirmzeit mehr habt. Wenn du abends ins Bett gehst, dann solltest du deinen Kopf irgendwann einfach mal ausschalten. Wenn dir aber noch zigtausend Dinge durch den Kopf herumschwirren, dann ist das manchmal ganz schön schwierig. Und aus dem Grund mache ich zum Beispiel Folgendes. Ich setze mich abends einfach nochmal hin und schreibe alle Sachen auf, die mir im Kopf rumschwirren und zusätzlich plane ich einfach meinen nächsten Tag. Dann weiß ich nächsten Tag ganz genau, was einfach auf dem Plan steht, ja, was meine To-Dos sind und habe alles, was mir gerade noch im Kopf rumschwirrt, einfach nochmal aufgeschrieben schriftlich und das hilft mir einfach dabei, den Tag nochmal komplett abzuschließen und dann schlussendlich auch meinen Kopf abzuschalten. Was von vielen Leuten völlig unterschätzt wird, ist der Rhythmus bzw. dein Timing, wann du abends zu Bett gehst und wieder aufstehst. Denn dein Körper gewöhnt sich dran und das ist einfach unfassbar wichtig für einen erholsamen Schlaf. Denn du solltest abends bestenfalls immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit wieder aufstehen und natürlich auch nicht zu spät ins Bett gehen. Warum? Weil deine innere Uhr immer mitschwingt. Und auch am Wochenende solltest du diesen Rhythmus beibehalten. Maximal so 30 Minuten davon abweichen. Das ist wirklich unfassbar wichtig. Ich weiß, es ist schwierig, gerade am Wochenende und gerade vor allen Dingen am Wochenende im Sommer, wenn es schöne, lange Abende gibt, wo es auch noch schön warm draußen ist. Das ist manchmal schwierig, aber für einen erholsamen Schlaf ist das wirklich essentiell wichtig. Aber du solltest natürlich auch berücksichtigen, wenn du müde bist, ja, dann geh einfach ins Bett. Jeder kennt das, man hat irgendwann diesen toten Punkt überwunden. Wenn man den überwunden hat, dann ist eh alles zu spät. Dann bleibt man die ganze Zeit wach und man kann gar nicht mehr schlafen. Also darauf auf jeden Fall auch achten. Und Leute, wer hätte es gedacht, Sport machen ist doch für alles gut. Regelmäßiger Sport lässt dich natürlich auch besser schlafen. Das heißt aber nicht, dass du vom Schlafengehen noch Sport machen sollst. Denn wenn du vom Schlafengehen noch Sport machst, dann aktivierst du deinen Körper nochmal, dann bringst du deinen Kreislauf nochmal so richtig in Schwung und dann schläfst du mit großer Wahrscheinlichkeit schlechter. Aber grundsätzlich, Sport machen verhilft dir zu einem besseren Schlaf. Übrigens, ich verlinke euch an dieser Stelle auch noch ein Buch, das nennt sich Why We Sleep, die Wissenschaft dahinter, warum wir schlafen und warum wir eigentlich auch träumen. Interessantes Buch, schaut mal unten in die Infobox rein. Sechstens, eine heiße Dusche oder ein heißes Bad
Bad am Abend hilft dir auch einfach, entspannter und relaxter einzuschlafen. Denn eine heiße Dusche oder ein heißes Bad, das entspannt einfach deine Muskeln, entspannt deinen Körper und so bist du einfach schon mehr in Mut und kannst tatsächlich am Ende des Tages besser einschlafen. Wenn man mal hochrechnet, wie viel Zeit man eigentlich im Schlafzimmer verbringt, wenn man mit durchschnittlich 7 Stunden Schlaf rechnet, dann verbringt man im Schlafzimmer mehr als 100 Tage im Jahr. Das ist echt schon eine enorme Zeit. Und in einem Raum, in dem du so viel Zeit verbringst, dort sollte alles stimmen. Dein Körper und dein Kopf sollte sich darauf freuen, in diesem Raum reinzugehen und dort zu sein. Und aus dem Grund muss die Umgebung einfach stimmen. Das Schlafzimmer muss eine Top-Umgebung sein. Heißt, frische Bettdecke. Ist genügend Sauerstoff in dem Raum? Wenn nicht, dann mach einfach nochmal das Fenster auf, damit nochmal genügend Sauerstoff reinkommt, wenn du zum Beispiel nicht mit offenem Fenster schläfst. Ist die Temperatur gut? Fühlst du dich grundsätzlich wohl? Ist der Raum aufgeräumt? All das sind wichtige Faktoren, damit du dich wirklich komplett fallen lassen kannst. Und glaub mir, Leute, diese Dinge spielen unterbewusst tatsächlich wirklich eine richtig große Rolle. Und Leute, last but not least, good vibes only. Dein Schlafzimmer sollte nicht nur die perfekte Umgebung für dich, deinen Kopf und deinen Körper sein, sondern es sollten auch ausschließlich nur positive Vibes dort herrschen. Und um positive Vibes herzustellen, kannst du zum Beispiel entspannte Musik anmachen oder du kannst dir Kerzen anmachen, du kannst Atemübungen machen oder meditieren. All das bringt dich einfach in einen entspannten Modus rein und ich persönlich mache das meistens immer so, ich mache mir zum Beispiel entspannte Musik an oder auch nicht, aber ich schließe dann meine Augen und mache dann Folgendes. Ich stelle mir mein perfektes Leben vor. Also das Leben ist tatsächlich an dieser Stelle ein Ponyhof, ein Wunschkonzert. Du kannst dir vorstellen, was du willst. Und ich stelle mir das perfekte Leben vor, welche Ziele ich schon erreicht habe, welche Ziele ich noch erreicht und erreichen will. Und all das einfach das perfekte Wunschleben. Das stelle ich mir vor. Und wenn du mit diesen Good Vibes einschläfst, mein Freund, da kannst du mir glauben, da schläfst du auf jeden Fall richtig gut. Und außerdem konditionierst du dein Unterbewusstsein so ideal. Also Leute, implementiert einfach die Dinge, die für euch in eurer Abendroutine gut funktionieren. Für den einen funktionieren die einen Dinge gut, für den anderen funktionieren die anderen Dinge gut. Am Ende des Tages ist es einfach nur wichtig, dass ihr euch für euch persönlich eine gute Abendroutine entwickelt, damit ihr wirklich das Maximalste aus eurer Abendroutine und auch aus eurem Schlaf herausholt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine perfekte Abendroutine und einen wundervoll erholsamen Schlaf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.